Hallo, ich melde mich mit einem neuen Gelesen-Video, diesmal für den Monat Oktober. Und da fange ich als erstes an mit Bloody Mary Band 3 und Band Nummer 4. Und ich muss sagen, ja, die beiden Bände haben mir wieder richtig gut gefallen. Man hat so ein kleines bisschen über die Vergangenheit erfahren. Und ja, es ist jetzt auch sicher, dass ja, Mary eine gespaltene Persönlichkeit hat. Also, dass es sozusagen zwei Personen in diesem einen Körper gibt. Und ich muss sagen, ich fand das echt spannend, als ja, diese Person dann zum Vorschein gekommen ist, weil sie wirklich eine übelst andere Ausstrahlung hat und sich sehr anders verhält als ja, der eigentliche Mary. Ich sag jetzt Mary, andere sagen ja auch Bloody dazu. Also ja, und hat mir richtig gut gefallen. Es war sehr spannend. Ja, ich fand es wieder sehr gut. Jetzt sind sie ja auf dem Weg oder es wurde darüber erzählt, ob sie sich nicht auf den Weg nach England machen sollen, um da irgendwie ein bisschen mehr zu erfahren. Also ich bin echt gespannt auf die nächsten Bände, wie es weitergeht. Ja, und hoffe, dass man irgendwann ja mal so erfahren wird, was wirklich passiert ist. Und ja, wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Dann habe ich als nächstes gelesen, Orange Band 2 hat mir auch wieder. Ja, das Cover finde ich richtig toll. Hat mir auch wieder sehr gut gefallen. War wieder ein sehr schöner Band. Ja, ich muss sagen, es ist eigentlich nicht ganz so viel passiert in diesem Band. Aber mir hat es trotzdem gefallen. Ich muss aber sagen, ja, ich mag Kakeru. Ich mag ihn einfach nicht. Ich weiß, er hat sehr viel durchgemacht und in seinem Kopf, ja, denkt er, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also er hat übelst viel durchgemacht und hat das irgendwie nicht verarbeitet, das mit seiner Mutter. Und ja, er will sich nicht irgendwie drauf einlassen, auf andere Sachen. Und es ist echt traurig und so. Und aber ich weiß nicht, ich mag ihn einfach nicht. Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass mich ja, diese Reihe oder dieser Band deshalb da stört. Es hat mir trotzdem sehr gut gefallen, war wirklich sehr schön und ich freue mich echt auf den nächsten Band. Kommen wir zum nächsten Band, den ich gelesen habe. Und zwar Scary Lessons Band Nummer 10. Einmal mit einer wirklich sehr süßen Farbseite, wo ich einfach diese kleinen, ich weiß nicht, sind das Geister oder irgendwas, richtig niedlich finde. Ja, und ich muss sagen, dieser Band hat mir wieder richtig gut gefallen. Waren wieder sehr gute Geschichten dabei, sehr interessante. Ja, vielleicht jetzt nicht so ganz so gruselig, aber dennoch sehr interessant, sehr spannend. Hat mir wieder richtig gut gefallen. Auch die, ja, die Sonderstunden waren wieder sehr gut. Also, ja, was soll ich sagen? Es waren wirklich diesmal nicht ganz so viele Kapitel. Jetzt hier vorne, so gesagt, drei Kapitel und der Rest war dann Sonderstunde. Aber auch die fand ich richtig toll. Besonders, ja, die Sachen mit Yomi fand ich richtig gut, dass das da irgendwie mal wieder ein bisschen mehr erzählt wurde und so. Also, es hat mir echt super gut gefallen. Man kann auch sehen, dieser Band war etwas dicker als die anderen. Also, das fand ich auch richtig gut. Wie gesagt, hat mir super gut gefallen und ich bin echt auf dem nächsten Band gespannt. Dann habe ich zwei Bände einer Reihe gelesen, ja, die mir wirklich sehr gut gefallen haben und wo auch jetzt die zweite Staffel anfängt. Und zwar Magical Girl of the End Band 9. Und Band Nummer 10, wie gesagt, hier fängt jetzt die zweite Staffel an. Und ja, ich muss sagen, ich habe gedacht, es geht eigentlich irgendwie weiter da, wo es aufgehört hat. Aber ja, so wie es aussieht, sind wir jetzt etwas weiter in der Geschichte. Also hier steht auch groß Season 2. Ich weiß nicht, ein paar Jahre weiter in der Zukunft. Jedenfalls sind die
die Charaktere aus der ersten Staffel jetzt älter und erwachsener geworden. Und ja, sie arbeiten jetzt in diesem, oder eine von ihnen arbeitet jetzt in diesem Pharmakonzern, der da irgendwie dieses Mittel herstellt mit diesen Magical Girls. Also ich muss ehrlich sagen, ein bisschen war ich verwirrt am Anfang und musste mich erstmal reinfinden. Aber ich fand es richtig gut. Also die Story entwickelt sich echt super spannend weiter. Also, weiß nicht, es tauchen immer wieder so viele Fragen auf. Ja, man weiß immer noch nicht so wirklich, wer denn nun dahinter steckt. Und weil da so viele Personen auftreten und jeder hat irgendwas zu verbergen, jeder will ja was anderes machen, jeder hat ein anderes Ziel. Ja, es ist einfach, ich weiß nicht. Wie gesagt, am Anfang echt verwirrend, aber hat mir trotzdem richtig gut gefallen. Ja, und auch das Ende fand ich natürlich von diesem Band wieder sehr gut, war wieder richtig gut. Ja, wo ich aber sagen muss, am Ende hier, also da, jetzt steht ja hier Season 1, hier steht dann Season 1.5. Und wenn man dann weiter blättert, steht jetzt To the Next Season, also da bin ich echt gespannt, wie das dann im nächsten Band weitergeht, ob es da wieder irgendwie einen Zeitsprung gibt oder ob wir doch jetzt bei diesen Personen bleiben in dieser ja, Zeitebene, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Mich hat es auf jeden Fall sehr geflasht. Ich bin immer noch, immer noch sehr begeistert von der Serie und ich freue mich echt auf Band Nummer 11 und bin echt gespannt, wie es denn in dieser ja, ganzen Geschichte weitergeht, ob es da irgendwie mal ja, ein Durchbruch kommt, dass man mal dahinter kommt, was denn nun wirklich das Ziel von den ganzen Personen ist. Also es bleibt spannend und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie es in diesem nächsten Band weitergeht. Ich habe zwei weitere Bände von Scary Lessons gelesen, und zwar Band Nummer 11 und Band Nummer 12. Ja, es waren auch wieder richtig gute Geschichten dabei. Ich muss sagen, auch wenn sie diesmal nicht ganz so gruselig waren, besonders ja der Kotatsu in Mitternacht und fand ich jetzt eigentlich normalerweise gar nicht so gruselig. Aber ich habe den nachts im Dunkeln gelesen und fand dann diese Seite, also da habe ich doch schon ein wenig Gänsehaut bekommen, als ich die gelesen habe. Weil wie gesagt, ich habe die nachts gelesen mit nur einer Lampe an und ja, das war dann doch ein bisschen gruselig. Aber war trotzdem eine sehr gute Geschichte, auch die anderen Geschichten in diesem Band haben mir sehr gut gefallen, waren sehr spannend, wieder sehr toll und auch in Band Nummer 12 waren wieder sehr tolle Geschichten dabei. Wobei ich sagen muss, da hat mir die Klingelfrau am besten gefallen. Das war wirklich so die beste Geschichte in diesem Band drin. Die hat mir, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die fand ich richtig toll. Aber auch die anderen Geschichten waren wieder sehr toll, haben mir wieder sehr gut gefallen. Ja, ich mag einfach diese ja, etwas kleinen Geschichten. Ich finde sie richtig spannend. Finde ich auch toll, dass es immer so ein bisschen abwechslungsreich ist, dass es nicht immer dasselbe ist, dass man doch, wie gesagt, mal verschiedene Szenen bekommt oder verschiedene Sachen, worum es gehen soll. Also das gefällt mir richtig gut und ich freue mich auf noch weitere Bände. Und dann komme ich auch schon zum letzten Manga, den ich diesen Monat gelesen habe. Und zwar ist das One Piece Band Nummer 61. Ja, ist nur dieser eine geworden. Ich wollte erst noch mehr lesen, aber habe mich dann nur für diesen Band entschieden. Hier sind ja dann endlich die 2 Jahre des Trainings von allen rum gewesen. Und dann haben sie sich ja wieder auf dem Sabaody-Archipel alle getroffen. Also war ein wirklich sehr toller Band, der mir sehr gut gefallen hat, weil ich das ja auch sehr gerne mag, wie sich denn alle wieder getroffen haben, wie sie alle wieder zusammengefunden haben, sich dann auf das Schiff begeben haben, vor der Marine geflohen sind und endlich, ja, auf neue Reise gehen. Jetzt geht es also zur Fischmenscheninsel. Ein Arc,
Ja, den ich ja dann als nächstes lese, wo es mir doch ein wenig graut, weil ich bin auch nicht besonders begeistert von diesem Arc, aber Manga ist ja doch noch ein bisschen anders als die Anime-Form, deshalb lasse ich mich überraschen, ja, wie es mir im Manga gefällt, mal gucken. Aber ansonsten, wie gesagt, war ein sehr guter Band, hat mir sehr gut gefallen und die neuen Abenteuer gehen endlich weiter und ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Ja, wie gesagt, das war es dann auch schon von meinem gelesenen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!